das hat für mich zwei Aspekte. Einmal die Sicherheitslage in Afghanistan und einmal die sicherheitspolitische Lage in Bezug und um Afghanistan. Wenn ich mir die Sicherheitslage in Afghanistan gucke, so haben wir seit einem Jahr eine dramatische Verschlechterung. Wir haben einen massiven Anstieg von Attentaten. Das ist eine Serie von Attentaten, insbesondere gegen Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, Menschenrechtsaktivisten und religiöse Führer. Und im ersten Quartal dieses Jahres, also in den ersten drei Monaten, hatten wir auf der zivilen Seite in Afghanistan infolgedessen 570 Tote und 1210 Verletzte. Wenn ich mir die sicherheitspolitische Lage in Bezug auf und um Afghanistan angucke, dann werden wir ja erleben, dass durch den Abzug der Truppen ein Machtvakuum entsteht. Und da Afghanistan immer den Interessen seiner direkten Nachbarn ausgesetzt war, ist die Frage, wer in dieses Machtvakuum mit welchen Interessen hineinstoßen wird. Und das wird sicherlich eine Frage sein, wenn das zivilgesellschaftliche Engagement nach dem Abzug der Truppen weitergeführt werden soll. Ich blicke zurück auf eine gemischte Bilanz. Und ich musste einmal zurückgehen auf den Auftrag, den die Soldaten hatten durch das erste VN-Mandat, was dann auch weitergetragen wurde. Das war, die afghanische Übergangsregierung und später die gewählte afghanische Regierung zu unterstützen bei der Herstellung eines sicheren Umfeldes. Das haben wir in zweierlei Bereichen gemacht. Einmal durch die Begleitung der Afghanen in Operationen. Zweitens durch die Ausbildung der Afghanen, verbunden mit dem Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte. Und unter den gegebenen Rahmenbedingungen, die politisch gesetzt worden sind, haben die Soldaten diesen Auftrag meines Erachtens hervorragend erfüllt. Sie können darauf auch stolz sein. Sie haben international und auch von den Afghanen viel Anerkennung bekommen und sollten die auch von der deutschen Gesellschaft bekommen. Da müssen wir meines Erachtens auf die Dimension dieses Afghanistan-Engagements gucken. Wir gucken immer sehr deutsch-zentriert. Tatsächlich haben an diesem Engagement insgesamt 85 Staaten teilgenommen, davon 50 Staaten, also ein Viertel der Staaten dieser Welt mit einem militärischen Beitrag, 15 große Weltorganisationen und teilweise mindestens bis zu 1700 NGOs. Und wenn man diese Gesamtdimension betrachtet, dann muss man sich die Frage stellen, bekommt man eine solche Dimension überhaupt noch mal hin? Das war nämlich der größte VN-Einsatz in der Geschichte der Vereinten Nationen. Und die zweite Frage ist, ist die Politik willens, noch mal eine solche Entscheidung zu treffen? Ich habe eine ähnliche Diskussion erlebt in Deutschland, lange vergessen, nach dem Einsatz in Somalia 1993-94, UNOSOM II, da haben alle gesagt, nie wieder. Das war auch eine relativ groß angelegte, komplexe Operation. Die Zeit ist durch dieses nie wieder und durch die Ereignisse von 9/11 hinweggegangen. Und ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht in 20 Jahren auf eine Situation gucken, wo wir erschreckt feststellen, dass wir vielleicht die Lehren aus Afghanistan vergessen haben und wieder dasselbe machen. Deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass dieser komplexe Einsatz nicht nur bezogen auf seinen militärischen Anteil, sondern auch auf den polizeilichen und den zivilen und den zivilgesellschaftlichen offen und ehrlich und dabei auch schonungslos evaluiert wird, um die richtigen Lehren daraus zu ziehen für die Zukunft. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung.